Jo, halt zurück zu Resident Evil. Oh, ich kann mal Mom wieder ranbitten. Sind in der Kirche? Mal gucken. Speichern schon mal nicht so gut. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters. Wer ist das? Des Heiligen Lord Sadler. Mhm. Also, sie werden gehorchen. Ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Okay, jetzt kommen diese zwei Dudes da runter, oder was? Ach nee. Leon? Bleib dicht bei mir. Oh, hinter uns. Oh, das ist schlecht. Das kann man da reinpacken. I don't know. Oh, ein Goldplättchen. Nice. Kann man das Goldplättchen vielleicht da reintun? So, kann man dir das Goldplättchen reintun? Nee, ne? Nee. Ist natürlich fresh, ne? Und wo kommt man hier? Von da muss man rauflaufen, okay. War klar, wenn wir auf die andere Seite kämen. Komm. Alles klar. Mach von drüben für mich auf, okay? Ist offen. Gut gemacht. Yeah.
Okay. Ein Flakon brauchen wir nicht. Für mich sah das Ding aus wie so ein Knöpfchen eigentlich. Aber zu, okay. Pesetas, dann haben wir die auch mal kaputt. Guck mal, was hier alles versteckt ist. Mhm. So, wir können... Das war's, oder? Was wir herstellen können? Ich dachte eigentlich, dass das hier... Zubehör... Okay. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Vorsicht! Sieht auch nicht so lecker aus. Wo kommt da wer? Guillotine, sehr nice. Einen speziellen Schlüssel. Junge. Nicht so fresh. Und was hat man mit ihm gemacht hier? Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Tja. Sieht ja sowieso nicht so lecker aus. Nein. Das nicht, aber sowas ähnliches. Junge, 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 Junge. Oh, hier wird schon gespeichert. Ah, war ja klar. Oh, moin, Meister. Wer bist du denn?
Na, was nun? Damit kann man nicht viel bauen, ne? Nö. Ja, wenigstens etwas. So, damit können wir kurbeln, oder? Sehr gut. Lass mal eben kurz hier ein bisschen was kaputt machen. Flintenmunition, ja, die hätten wir eben gebraucht. Gut, das Licht mal anmachen. So, sehr ätzender Raum hier. Na, dem ging es auch nicht gut. Ist auch kein Leben hier unten. Okay, gehen wir raus. So, wir haben den Verliesschlüssel gekriegt. okay. Auch nicht mit. Du bist's nur. Ja. Was war da unten los? Ach du. Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. So, ist es hierfür der Schlüssel? Alles gut? Ja, geht schon. Im Moment hier. So, wo quietscht das Männchen? Dritte ist erst, das ist unglaublich. So, irgendwas anderes noch hier in den Regalen? Nicht so, ne? Nope.
Das reicht erstmal, ne? Die könnten wir noch kombinieren hier. Wow, okay. Wo zum Teufel sind wir hier denn drin? Wow. Sieh dir das an. Eisenschwert. Oh, mitgenommen. Nö. Da fehlt eins, oder was? Hier fehlt auch eins. Achso, verrostetes Schwert. Warte mal kurz. Achso. Goldenes Schwert, okay. Interessant. Unterschiedliche Situationen, ne? Am Anfang irgendwie wirst zum Ritter geschlagen. Wahrscheinlich mit so einem goldenen Schwert. Hier fightest du. Das ist auf deinem Grab. Na gut. Als Ritter natürlich. Junge. Was für ein Schnerres. So. Was ist los? So, haben wir noch andere irgendwie Dinger, die wir hier einsammeln können? Nö, nicht so. Und hier müssen wir durch, ne? Keine Chance. Hirsch, Adler, Schlange. Okay. Hirsch. Adler. Schlange. Nö. Ach so, Schlange da hinten. Okay, warte mal. Hirsch. Adler. Schlange. Guck mal. Oh. Blutiges Schwert. Okay. Wozu soll das gut sein? Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht erstellen. Also. Hier muss ja wohl ein blutiges Schwert hin. Was ist denn hier? Eisen, verrostet, blutverschmiertes. Benutzen. So, das ist verrostet. So, und jetzt die Frage. Der wird ihn wahrscheinlich mit dem goldenen Schwert... Hier. Und er hier hat ein ganz normales Schwert. Oder? Kikis. War wohl richtig. Ach nee. So, ist hier sonst nichts. Also nur das Schwert kriegen wir hier, ja, ne? Haben wir hier irgendwas liegen gelassen? Nope. Okay, let's go. Snacky. Oh. Mom. Echt. Das war knapp. Die hätte ich fast ins Stiefel gebissen. Junge. So.
Nice. Okay, wieder solche Symbole. Mhm. Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Mhm. Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Also. Das Viech und die Snake, ne? Und Snakey. Das ist keine Snakey. Adler. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Ich? Als ob. Wo gehst du hin? Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? Ja, nice. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. So, mal eben kurz gucken. Da hinten kommen wir vielleicht irgendwie rein, oder? Lass mich nicht allein. So, ja, chill. Okay, da können wir runter. Aber wir wollen da drüben nochmal rein, ne? Was haben wir denn, den Hirsch? Danke. Ach so, lass mal kurz gucken. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was man da eigentlich reinpacken kann. Was könnte das sein? I don't know. Irgend so eine Art Bolzen oder was weiß ich, keine Ahnung. Junge, ich will drauf. Also drüben offen, ne, oder? Bringt ja jetzt nichts mehr da drüben rein. Aber doch nochmal rüber, oder? Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Dann kommen wir wieder raus. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere. Der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin.
Da geht's weiter runter, okay. Hier auch. Können wir hier eigentlich erstmal noch ein paar Sachen kaufen? Bisschen safen und dann gehen wir dahin rein, oder? Können wir das ganz gechillt machen? Ja, du bist locker drauf. Ja, schauen wir mal. Aber erst beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao.